Der Bilderstreit zerfällt in zwei große Phasen. Die erste erstreckt sich von den ersten Überlegungen Kaiser Leons ab 726 bis zum zweiten Konzil von Nicea. Die zweite Phase von 815, als die Verfolgung der Bilderverehrer wieder aufgenommen wurde, bis zur Wiederherstellung der Ikonen im Jahr 843. Doch zurück in die 720er Jahre. Nachdem Leon den Bildersturm propagiert hatte, brachen vor allem in den europäischen Provinzen Unruhen aus. In Griechenland wurde Kosmas zum Kaiser proklamiert. Die Aufständischen erschienen vor Konstantinopel, wurden aber 727 geschlagen. Versuche der kaiserlichen Regierung, den Westen zur Anerkennung des Bilderverbotes zu zwingen, scheiterten, da das byzantinische Heer in Italien den Befehl verweigerte. In Süditalien wurde Tiberius Bedasius zum Kaiser ausgerufen. Die byzantinische Herrschaft befand sich in Auflösung. Dazu kam, dass die Langobarden Mitte des 7. Jahrhunderts den Arianismus aufgegeben hatten und im Bilderstreit den Papst und das meuternde byzantinische Heer unterstützten. Als es dem kaiserlichen Heer gelang, sich in einzelnen Teilen Italiens durchzusetzen, übergaben die rebellierenden Truppen ihre Festungen einfach an die Langobarden, die damit ihr Gebiet massiv erweitern konnten. 731 fiel Ravenna an die Langobarden. In dieser Situation, als es aussah, dass ganz Italien langobardisch werden könnte, wandte sich der Papst an die Franken, was nicht nur zum Aufstieg der Karolinger beitrug, sondern in weiterer Folge auch zur Reaktivierung des westlichen Kaisertums führte. Auch auf theologischer Seite reagierte das Papsttum. Papst Gregor II. Widersetzte sich dem Bilderverbot und weigerte sich 730 den vom Kaiser neu eingesetzten Patriarchen Anastasius anzuerkennen. Sein Nachfolger Gregor III. Berief ein Konzil ein, das den Bann gegen alle aussprach, die Ikonen vernichteten oder über sie lästerten. Auch die Hauptstadt Konstantinopel wurde von Unruhen erfasst. Als Leon eine Ikone Christi, die am Eingangstor des Palastes angebracht war, vernichten ließ, erregte sich der Volkszorn. Unter Leons Nachfolger Konstantin V. nahm die Verfolgung der Bilderverehrer weiter zu. Gleich nach seiner Thronbesteigung brachen 742 weitere Unruhen aus, die ihm fast den Thron gekostet hätten. Nun lief der Streit auch auf einen Endkampf hinaus.